Die Feuerwehren Habschild, Konrade und Degen wurden hier heute Nacht zu einem Rundballenbrand gerufen. Auf einer abgezäunten Fläche stand eine Rundballenmiete mit ca. 100 Rundballen in Vollbrand. Ja, die ersten Maßnahmen, wir haben als erstes einen Löschangriff aufgebaut, um die Rundballen abzulöschen. Des Weiteren haben wir jetzt einen Pendelverkehr mit den Tanklöschfahrzeugen eingesetzt, weil die Wasserversorgung hier auch im ländlichen Bereich ist natürlich nicht so gegeben wie in der Stadt. Und da haben wir jetzt einen Pendelverkehr aufgebaut, um halt genügend Wasser an die Einsatzstelle zu bekommen, um die Rundballen weiterhin abzulöschen. Des Weiteren haben wir hier noch einen Teleskoplader zur Einsatzstelle hinzugezogen, um die Rundballenmiete auseinanderzuziehen, um die Strohballen dann halt gezielter ablöschen zu können. Das Problematische bei unserem Rundballenbrand ist, die Rundballen sind natürlich sehr kompakt zusammengepresst worden und setzen natürlich voll mit brennbarem Material, und bis diese abgelöscht sind, dauert es natürlich relativ lange. Nein, nicht der erste Einsatz dieser Art. Wir hatten bereits im letzten Monat auch bei uns in der Samtgemeinde einen Einsatz, bei dem brannte auch eine Strommiete mit ca. 100-150 Rundballen. Der Einsatz wird sich jetzt noch ein paar Stunden hinziehen. Wir sind, wie gesagt, dabei, die Rundballen auseinanderzuziehen. Wir müssen sie ein bisschen kontrolliert abbrennen lassen und halt auch weiterhin ablöschen. Für Gesprächsstoff sorgt es sicherlich in der Feuerwehr, allerdings zur Brandursache können wir natürlich so keine Angaben machen, und wir halten uns natürlich auch bedeckt.